Jump Force versprach der feuchte Traum der Manga-Fans weltweit zu werden, scheiterte allerdings an seinen eigenen Ambitionen. Während die Prämisse der Hintergrundgeschichte Spielraum für zahlreiche Möglichkeiten gegeben hätte, bleibt sie nur generisch und fühlt sich an wie ein ausgebautes Tutorial. Dazu kommen häufige Ladezeiten, die das Geschehen fast komplett auseinanderreißen. Die 3 gegen 3 Kämpfe sind schnell, spaßig, actionreich und vor allem einsteigerfreundlich. Gleichzeitig hat das Kampfsystem aber auch einige Schwächen, sodass Angriffe teilweise gar nicht erst treffen oder man untätig Superattacken einstecken muss. Größter Knackpunkt ist der sehr spezielle Grafikstil, der die Manga-Helden oft viel zu plastisch und fast wie Actionfiguren erscheinen lässt. Ebenso sind die weiblichen Manga-Heldinnen mit nur 3 Kämpferinnen leider sehr unterrepräsentiert und das trotz der Vielzahl an passenden Kandidaten. Dennoch gibt es auch ein paar positive Dinge wie die originalen japanischen Synchronstimmen, coole Effekte oder einen umfangreichen Character-Editor. Unterm Strich bleibt es aber ein mittelmäßiges Spiel, das nur die größten Fans der Manga-Werke wirklich unterhalten kann.